Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich habe hier heute Kratzbilder. Die habe ich nicht selbst gebastelt, sondern die sind gekauft. Das ist einmal so buntes Papier, wo dann eine schwarze Beschichtung drauf ist. Ein bisschen wie bei einem Rubbellos. Und wenn man das hier mit diesem Holzstäbchen freikratzt, dann sind da drunter tolle bunte Farben. Hier habe ich das schon mal ausprobiert. Das habe ich bei Do-It-Yourself-Inspiration ausprobiert. Und ich will euch das hier heute auch einmal zeigen. Man kann das hier freikratzen, wie man möchte. Und darunter sind ganz, ganz tolle bunte Farben. Ich werde hier heute ein schönes buntes Muster malen oder freikratzen wohl eher und ihr könnt dabei sein. Ich habe wieder ein Kratzbild fertig. Das macht wirklich richtig Spaß und so ein Kratzbild kann man sich auch selber machen, indem man eine Seite schön bunt anmalt und darüber dann schwarze Wachsmalfarbe malt. Und dann kann man die schwarze Wachsmalfarbe wegkratzen und darunter sieht man dann auch das Bunte. Wenn ihr möchtet, dass ich das hier mal zeige auf dem Kanal, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr möchtet, dass ich noch weitere von diesen hier freikratze und mir noch unterschiedliche Muster ausdenke, dann schreibt das auch gerne unten in die Kommentare. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welches von den beiden Mustern euch besser gefällt. Dieses hier in Reihen oder dieses hier ein bisschen durcheinander mit Kringel und Blumen und Streifen und Pünktchen. Gerne alles unten reinschreiben, sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!